herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Blau-Weiß Linz nach der 21. Runde der Admiral-Bundesliga. Ja, der FC Blau-Weiß Linz verliert mit 2:1 hier im Hoffmann-Personalstadion. Cheftrainer Gerald Scheiblinger, bitte um dein Fazit. Ja, ich denke, die erste Halbzeit, mit der können wir nicht zufrieden sein. Zwei unnötige Gegentore bekommen, vor allem das erste bereits nach 3 Minuten. Das zweite Gegentor, ein sehr umstrittenes, klare Abseitsstellung von Huskovic. Und die Sicht von Dorman Schmidt ganz klar behindert. Da geht man so ein bisschen die Linie ab. Manchmal wird das eben gepfiffen und manchmal nicht. Das ist ärgerlich. Kurz vor der Halbzeit noch dazu. Und denke, zweite Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel, auch im Ballbesitz abgeliefert. Haben dann die vorgefundenen Chancen leider nicht verwertet. Und so ist es eine sehr unnötige und ärgerliche Niederlage zu Hause hier. Ja, liebe Journalisten, dann ist Zeit für Ihre Fragen. Bitte mein kurzes Handzeichen davor. Raphael, bitte. Ja, ich weiß, du willst nicht gerne über solche Situationen sprechen, aber vor dem 1:2, erstens einmal, wie es zu dem Tor kommt, aber sind deine Spieler da generell ein bisschen zu brav? Auch der Dorman Schmidt, der hätte ja da vielleicht auch weit mehr reklamieren können, oder? Der muss das ja sehen, wenn er so klar behindert wird. Ja, ich denke, wir haben 4 Schiedsrichter am Platz. Wir haben einige, die es ein paar Mal anschauen dürfen, die Szene. Da braucht man keine reklamierenden Spieler. Es muss einfach eine klare Linie geben. Und wenn solche Tore immer zählen, dann ist es okay. Und wenn es halt einmal zählt und einmal nicht, dann ist es halt ärgerlich. Aber wie mir jetzt auf das, keine sich ausreden, aber wenn du dann 43. so ein umstrittenes Gegentor bekommst, dann ist es einfach schlecht für den Spielverlauf. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen gegen solche Gegner einen guten Spielverlauf. Und dann war in der 70. oder 75. Minute klare gelb-rote Karte für den Galvao, die wird dann auch nicht geahndet und macht dann schon einen Unterschied, ob 10 Austrianer das Tor verteidigen oder 11. Das sind Dinge, die ja einfach heute nicht für uns gelaufen sind, aber trotzdem denke ich, haben wir eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt und haben uns dann einfach nicht belohnt. Ich glaube, Georg, oder? Du wolltest. Trotzdem, die erste Halbzeit, was war wieder beim Start los? Also, ich weiß nicht, die erste 20, 25, 30 Minuten waren ja. Ich spüre nicht gut, sagen wir mal so. Auch die Austria waren nicht gut. Ja, recht, ja. Ja, was ich, man kann jetzt sagen, wieder. Man erinnert sich jetzt an das Spiel gegen Salzburg. Das ist nur im Kopf. Also nicht bei der Mannschaft, aber bei den Zuschauern und bei den Journalisten. Und sagt man halt wieder in der ersten oder zweiten Spielminute. Ich denke, dass das Tor gegen Red Bull Salzburg klar irregulär war. Und es ist einfach nicht gepfiffen worden, sonst wäre das Tor nicht gefallen. Und heute haben wir nach 3 Minuten ein Gegentor bekommen. Ja, das ist natürlich ungünstig für den weiteren Spielverlauf. Aber ich glaube, wir müssen dass die Sache nicht größer machen, als sie ist. Ärgerlich ist, dass man 2 Gegentore in einer Halbzeit bekommt. Und dass wir trotz einer sehr ambitionierten Leistung dann da keinen Punkt mitnimmt. Weil ich habe jetzt nicht gesehen, dass wir in der zweiten Halbzeit da irgendwelche Probleme gehabt haben mit dem Spiel, sondern wir haben richtig guten Ballbesitz gespielt. Ich glaube, dass da Joao Luis eine sehr erfrischende Leistung geboten hat auf der Seite. Wir haben eine Top-Chance dann vom Ronny Waldner gehabt. Erste Halbzeit schon bei einer Standardsituation, ein Kopfball vom Strauß, wo wir da schon in Führung gehen können. Aber gut, am Ende hat die Austria 2 Tore wie 1 und das zählt. Ja, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich fürs Kommen und wünsche euch noch einen schönen Abend.